Wir haben eine Reihe von Entscheidungen getroffen, die gezeigt haben, dass auch die Art und Weise, wie die Bevölkerung die Maßnahmen angenommen hat und eine hohe Verantwortung zeigt, dass es doch bei uns ein hohes Vertrauen in die Politik gibt. Wenn wir die Fernsehbilder abends sehen, sieht man, das ist nicht in jedem Land so. Deswegen ist es ein bisschen bedauerlich, dass beim Koalitionspartner die Signale etwas anders scheinen, was Präsidiumssitzungen angeht. Da scheint, wenn da die von Öffnungsdiskussionsorgien die Rede ist oder von Profilierungswettläufen, dann ist da die Koordinierung offenbar ein bisschen hakelig im Moment. Aber das ist ein Punkt, den muss der Koalitionspartner klären. Insgesamt arbeitet die Regierung gut und arbeitet auch das Zusammenspiel der Landesregierung mit der Bundesregierung gut. Wir brauchen allgemeinverbindliche Tarifverträge in der Logistik, im Einzelhandel und in der Pflege. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Menschen von der Hände ihrer Arbeit leben können. Der nächste Punkt ist die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. Wir haben jetzt mehr als 725.000 Unternehmen, die Kurzarbeit angemeldet haben. Das heißt, das wird Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern betreffen. Mit 60% des Nettoverdienstes oder mit 67%, wenn sie eine Familie haben, können aber auch die Beschäftigten ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten. Einige Arbeitgeber in einigen Branchen, in Tarifen, haben das Kurzarbeitergeld aufgestockt. Die SPD tritt aber an der Seite der Gewerkschaften eben dafür ein, dass es das für alle möglich wird. Auch schon rein aus technischen Gründen ist es sinnvoll, das für alle zu machen, auf 80 bzw. 87%. Dann kann man auch über länger als jetzt einen Monat oder 6 Wochen eben mit diesem Einkommen auch auskommen.